Auf geht's. Schauen wir mal, wie die Jungs von NiP sich die First Round überlegt haben, was sie spielen wollen. Und wir sehen, es geht Richtung A. Und dort steht eigentlich nur GMX. Mehr oder weniger alleine. Und Mystic hier mit drei Mann im Döner. Und jetzt natürlich Mystic mit relativ schnell mit drei Mann bis vier Mann am A-Spot. Der Go ist passiert, sie lassen sie legen. Kiyoshima und GMX. Kiyoshima nochmal. Und jetzt nur noch zwei NiP-Spieler am Leben. Exist. Aber Kenny S versucht durchzuziehen. Und Exist. Gegen zwei. Stark gemacht. Hätte Kenny S dort ein Kit gehabt, wäre die Sache vielleicht ausgegangen. Hätte ein bisschen früher angefangen. Aber nichtsdestotrotz Ninjas in Pyjamas erfolgreich. 1:0. Und diese Runde würde jetzt natürlich eine Eco bei Team Mystic. NiP mit einem schnellen Push über kurz. Kiyoshima steht dort mit der Diege, versucht vielleicht durchzupushen. Pfefflerin dort auf dem kleinen Spot. Kenny S noch. Mehr oder weniger. Weniger als mehr. Mehr weniger als mehr oder wie auch immer. Get right. Mit der Bison. Und jetzt nur noch Kenny S am Leben. Und Exist mit dem letzten Frag. 2:0. NiP holt hier die zweite Runde, beziehungsweise die erste Anti-Eco relativ souverän. Kenny ist dort im Döner. Bin nicht ganz sicher, ob sie ihn gesehen haben. Ah, der Molly hat auch mal Glück gehabt. Und NiP geht relativ schnell Richtung kurz durch. Dort stehen noch SF. Und Harz. Kenny S hat in der Mitte noch einen holen können. Aber Harz geht down. NiP ist damit auf dem Spot mit vier Mann. Kenny S und GMX hier im Döner unterwegs. Dort kommt Get Right. Get Right, kann Frag setzen. Wird von Kenny S geholt. Und im Haus Hiroshima. Ohne Erfolg. Jetzt nur noch Kenny S gegen 3. Bombe liegt. So wird das wohl nicht. Nochmal einen guten Track gegen Freiberg gemacht. Und dann etwas offen gestanden. Kenny S geht noch down. 3:0 für Ninjas in Pyjamas. Klar, Mystic jetzt natürlich mit der ersten Waffenrunde. Und klar, Mystic mit einem relativ standardmäßigen Aufbau. 2-1-2, so könnte man es nennen. Ist relativ schnell Richtung Haus durch. Verliert gegen SF. Und Kenny S in der Mitte. NiP damit nur noch zu dritt. Forciert über Weinkeller nach, ist allerdings zu spät. Und wir sehen, NiP baut sich hier über das Haus auf. SF mit einem frühen Frag gegen Exist.
Damit natürlich alles aufgeflogen. Freeberg versucht es jetzt hier doch noch. Mit Forrest. 45 Sekunden. Forrest aus dem Haus mit der AWP. Freeberg geht down. Jetzt nur noch Forrest, der mittlerweile auf AK geswitcht hat. Schwierig. Bis unlösbar mit 4 AP. Damit die erste Runde an die Franzosen. Klar, Mystic 1:3. Und bei Nip reicht's noch für Waffen. Auch bei Forrest. Der hat noch eine gelegt bekommen. Und Nip baut Richtung A auf. Da soll scheinbar der getimte Argo kommen. Gemix ist ziemlich weit vorne. Der könnte gefährlich werden. Gemix kann keinen machen. Hat irgendwie zu früh geschossen. Bisschen nervös geworden. Der Molly Unterholz zwingt Kiyoshima raus zu pushen, aber der kann zwei machen. Kenny S von oben. Kiyoshima kämpft um sein Leben. Noch einen. Drei von ihm. Get Right gegen SF verliert damit diese Runde knapp an Mystic. Viel, viel Chaos, viel Action und Mystic mit dem glücklicheren Ende. Gut gemacht von Kiyoshima, der da lange überlebt hat, noch unten im Unterholz. Klar, Mystic. Noch. Mit zwei Mann Richtung B. Und dort werden sie gleich Gesellschaft bekommen. Nip mit dem Go, mit der Eco. SF nur einen. Bisschen dünn für den Eco. Hart ist raufgepusht. Kann einen machen, wird dann aber auch gepickt. Mit der aufgenommenen Waffe. Kenny S. Mit AWP. Ein Frag. Jetzt gegen Flaren und GMX macht die Sache dicht, aber drei Mann gefallen auf Seiten von Mystic und Bombe gelegt von Nip. Das heißt, durchaus äußerst erfolgreiche Runde, die Nip hier abgeliefert hat. Vor allem ausgelöst dadurch, dass, ich glaube, SF war es, der dort oben im B-Haus sich ein bisschen offensiv gezeigt hat. zu 3, nichtsdestotrotz und nimmt mit der Waffenrunde. Wir flyern in der Mitte ohne große Ergebnisse und Freeberg schleicht hier über die Action hoch. Doppelnade ins Fenster. Die hat Kenny S kassiert. Freeberg ziemlich weit vorgepusht, kann Kiyoshima rausnehmen. Die Granate etwas verworfen, nichtsdestotrotz mit dem Headshot. Get Right auch gegen Küche und jetzt nur noch Harz auch in der Küche noch unterwegs. Ohne große Erfolgschancen, muss man da sagen, gegen 5 Mann. Und in dieser Runde ging einfach alles schief, was Klammüssig versucht hat, beziehungsweise andersrum. Nip hat mehr oder weniger an jeder Ecke einfach schlichtweg Erfolg gehabt. Freeberg ist raufgepusht und ziemlich unerkannt bis ins Horus gekommen. Auch nicht schlecht. Dieses Eck da oben vor der Action. Und konnte dort dann auch zwei Frags machen. Dann die Doppelnade hat Kenny S im Fenster aus dem Spiel genommen. Und Harz geht jetzt auch noch drauf. Und natürlich frühzeitig angesagt 4:3 für den Just Pajamas. Und Geld ist knapp bei Mystic. Deswegen werden wir wohl eine Eco-Runde sehen. Forrest schnell über Mitte.
Wieder Mitte-Kontrolle für Nip. Und wieder Freeberg ganz vorne. Kann einen, kann zwei machen. Beide durchs Holz. Dort oben steht SF, der kann einen Track machen. Bei einem bleibt jedoch. Und nur noch Kenny S und Harz dort. Kenny S mit einem, Harz mit einem. Zwei gegen zwei. Aber beide extrem low. Harz schleicht über CT Base und Kenny S kriegt gleich Gesellschaft von Kurz. Sie verpassen sich hier um einen Millimeter. Freeberg im Switch hat ordentliche Hits kassiert. Und Kenny S dort. Und jetzt aus dem Fenster für Flaren. Und jetzt sieht's dünn aus für Harz. Der konnte ja scheinbar keine Waffe ergattern. Aber unter Umständen hat er Glück und erwischt jemanden von hinten. Flaren hat in die richtige Richtung geguckt. 5 zu 3 der Spielstand. Diese Eco allerdings äußerst knapp ausgegangen. Das hätte durchaus in die Hose gehen können für Nip. Und jetzt die Waffenrunde bei Mystic. Eine Farmers, dafür aber AWP bei Kenny S. Der schnell in den Mini-Döner gepusht wurde. Selbst gepusht ist. War gut gemacht. Gar nicht mitbekommen. Freeberg ist schon wieder über Action Zone hochgepusht und hat wieder einen Frag gezogen und viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Get Right gegen Kenny S, der dort etwas unglücklich aussieht im Döner. Mini-Döner. SF verliert gegen Forrest den Push. Und jetzt ist es noch Hart und Kiyoshima, die beide auf A sind. Und Nip ziemlich B-orientiert. Sind schon fast drauf. Checken natürlich den Spot noch. Aber es sieht so aus, als wenn Mystic jetzt schon direkt den Rückwärtsgang einlegt. Versucht ihre Waffen durchzubringen. Hat so ein Bedrängnis. Flaren gegen beide. 6 zu 3. Schauen wir mal, ob sich Mystic was überlegt hat für diese Eco. In ihrem Repertoire irgendwas Besonderes haben oder ob man einfach versucht, mit den Pistols die Runde normal zu spielen. Wieder Freeberg unten in der Action. Er hat gesehen, dass dort Pistols sind, hat sich direkt zurückgezogen und Harz wird gleich von hinten erschossen. Hatte keinen Fokus auf Kurz gehabt. SF auf dem Spot auch angesagt gewesen und genadet. Kenny S und dort in der Mitte oben stand Forrest. Beziehungsweise steht es immer noch, Kenny S steht da nicht mehr. Kiyoshima am Vorbeilaufen. Versucht sein Glück gegen Forrest. Lieber das AWP-Duell. Das Duell gegen die AWP. Und diese kleinen Ruckler hier, die wir immer wieder erleben, die sind nicht von meiner Internetleitung, die sind vom GoTV. Da kann ich nicht viel gegen tun. Ärgerlich. Forrest nimmt Kiyoshima raus. Und Gimmicks down. Terrorists win. Ninjas in Pyjamas gehen 7 zu 3 in Führung hier auf Mirage. Ich hoffe, die Probleme sind nur ganz kurz und verziehen sich gleich wieder. Wiener Freeberg mit dem Versuch, der hat hier die Aufgabe, alleine in der Action ständig für Stress zu sorgen. Warum auch nicht? Bisher funktioniert es gut. Bisher eigentlich immer wenigstens ordentlich für Verwirrung gesorgt. Kann jetzt allerdings keinen Frag machen. Hätte vielleicht nach dem ersten schon zurückgehen können. Exist gegen Kenny S.
Get right. Damit 3 gegen 3. Und Harz kommt hier von kurz aufgepusht. Hat Get right droppen sehen. War da irgendwie unentschlossen, in welche Richtung er gucken muss. Das kostet ihn sein Leben und damit nur noch Kirishima und Gimmix. Kirishima hätte die Möglichkeit, gehabt, schnell jemanden abzufangen. Wurde allerdings gehört. Höchstwahrscheinlich. Und Gimmix. Schöner Frag gegen Sis noch. Kirishima steht dort nur noch in der Küche, versucht abzufangen. Na, da ist nichts mehr zu holen. Muss jetzt schauen, dass er seine M4 in Sicherheit bringt. Butz. CZ to the face. Und damit die 8. Runde für Ninjas in Pyjamas, die hier ordentlich auf Trab sind. Und Mystic tut sich schwer, dem etwas entgegenzusetzen. Aber vielleicht auch im Endeffekt nicht ganz unerwartet, wenn man bedenkt, dass Nip ja relativ frisch von der Kopenhagen Games kommt. Jetzt wahrscheinlich ein paar Tage entspannt hat. Und denke ich, immer noch in Form ist. Natürlich da auch keine jetzt, dass das große Event erstmal vorbei ist. Müssen sie auch nicht irgendwas verstecken. Freeberg gegen Mystic Gimmicks. Exist. Gegen Kirishima gefallen. Kirishima gegen 2. Und damit 4 gegen 2 Situation. Kirishima regelt hier seinem Team vielleicht noch die Runde. Sieht gut aus. Aaron dort um 1 H den SF erwischt. Kenny S gegen Action. Und Fifth Laren noch mit einem Frag kurz bevor er abtritt. Nichtsdestotrotz, 4. Runde für Clan Mystic, die ein bisschen aufschließen. Aber jetzt heißt es natürlich, ein bisschen Gas geben für die Franzosen, denn so langsam aber sicher läuft ihnen die Zeit davon. Wir sehen Kenny S mit der AWP im Fenster. Allerdings niemanden finden, denn die sind alle Richtung B in der Action Zone. Ist Get Right diesmal gewesen und gefallen. Freeberg wahrscheinlich die Aufgabe gehabt, möglichst schnell vorzuschleichen. Und jetzt kommt der Go. Kein Frag gegen SF. Nip hier ziemlich zaghaft. SF mit dem zweiten. Wo ist der Junge? Kann noch einen dritten machen. Das darf eigentlich nicht sein. Geht gegen Fifth Laren drauf. Jetzt werden die Lags doch ziemlich heftig. Ist der Server jetzt ganz weg? Das war die 6. Nein, da ist es. Das war die 6. Runde, denke ich. 5. Runde für Mystic. 5:8. Damit noch 2 verbleibende Runden. Und Nip allerdings noch mit genug Geld vorhanden. Freeberg unten wieder in der Action. Und Exist zielt Richtung Fenster. Doch, da kommt keiner. Kenny S kommt aus dem Switch. Damit Exist down. Forrest versucht jetzt hier schnell hoch zu pushen. Und da steht Kirishima mit der Granate in der Hand. Das ist natürlich ärgerlich. Da hat er so schnell nicht mit dem Push gerechnet. Dennoch 5 gegen 4. Wurde gerade geschrieben, dass die Lags durch das X-Ray kommen, aber das kann ich so nicht bestätigen. Ich probiere es mal aus. Kurz Gimmicks. Kenny S. Es laggt immer noch. One-on-one. Kenny S gegen Get Right. Kenny S hat keine Ahnung, wo Get Right sitzt. Und das wird ihm zum Verhängnis werden. Die Zeit läuft, die Bombe tickt. Schöner Headshot von Get Right.
Hat dort nicht einen Zentimeter verschossen. 9 zu 5. Letzte Runde in der ersten Halbzeit. Und Müßig mit relativ wenig Geld. Müssen hier gucken, was sie sich leisten können. Wir sehen Kiyoshima und SF jeweils mit Eagle. Schön von Kenny, der dort in der Mitte den Frag holen konnte. Und dann sich so offensiv zeigt. Ist mit der Pistole gegen Kiyoshima, Mystic, Gimmicks. Mystic Gimmicks. Also, 9 zu 6 der Spielstand. Nip holt. Ach komm schon, wirklich. Schon wieder in der Halbzeit. Es ist zum Kotzen. Also, Nip holt die 9. Runde. Damit 9 zu 6 der Halbzeit Spielstand. Mein Spiel hat sich verabschiedet, so wie letzte Mal auch. Starten wir das Spiel schnell neu. Schauen mal, ob wir schnell wieder raufkommen. Letztes Mal hatte ich ja meine Probleme. Jetzt scheint es gut auszusehen, dass ich direkt wieder ins Spiel komme. So, wir haben offensichtlich noch nichts verpasst. Die erste Runde geht gleich los. 9 zu 6 nochmal der Halbzeitspielstand. Nip gegen Klar Mystic. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Da, bitte, danke. Wir schauen mal, wie Mystic sich hier aufstellt. Und wir sehen es ganz deutlich. Es geht Richtung B. Und dort stehen Freeberg und Forrest gemeinsam. Freeberg hat schon Kontakt gehabt. Da kommt die Granate, die wird ordentlich Damage machen. Forrest direkt down. Freeberg kann auch keinen mehr machen. SF mit beiden Frags. Jetzt Get Right, der die offensiven Pusher abfangen will. Immerhin gegen Kenny. Xist und Get Right. Auch in der Küche. Get Right gegen Gimmicks. Kiyoshima. Get Right. Und One-on-One. Phil Florian gegen Hartz. Bombe hat noch ein bisschen Zeit. Florian. Schwieriger Frag dort über diese blöde Kante. Gegen die Glock. Schöner Headshot. Aber es ist spät. Die Bombe tickt. Hartz hat da seine Situation gut ausgespielt. Kaum eine Chance für Get Right, dort den Frag zu machen. Nichtsdestotrotz, Klar Mystic, oder gerade deswegen, Klar Mystic mit der 7. Runde und mit der 1. Runde in dieser Halbzeit, die jetzt natürlich versuchen werden, beide Anti-Ecos zu holen und nach Möglichkeit eben schon auf 9 zu 9 auszugleichen. Wir sehen Get Right mit der Pumpgun. Ja, allerdings niemanden sehen. Mystic noch sehr, sehr defensiv im Aufbau. Wir sehen Kiyoshima, der nur den Weg Richtung T-Base abdeckt. SF, der das B-Haus abdeckt und... Jetzt geht es gebündelt Richtung A scheinbar. Wir warten jetzt auf den Contact. Florian und Xis beide unter Holz. Und Freeberg Richtung Action. Der Deagle kann den Hit nicht machen. Jetzt geht's Action hoch. Hartz gegen für Florian. Und unter Holz steht noch Xis. Und mit dem haben sie nicht gerechnet. Haben sie nicht mit dem zweiten Spieler gerechnet. Get Right mit der Pumpgun. Get Right. Noch einen. Die Distanz. Aber SF ist ordentlich low. Da könnte ein Pumpgun-Hit reichen. Forrest.
Forest mit Zweien. Und Ninjas in Pyjamas holen sich hier die Eco-Runde gegen klar Mystic. Damit 10 zu 7 der Spielstand. Und der Lauf, den sich Mystic hier vielleicht hätte aufbauen können, direkt im Keim erstickt. So, jetzt sehen wir hier, wie Mystic sich Richtung Mitte aufbaut. Get right. Der sah komisch aus. Irgendwie im Recall noch den Mystic, den GMX mitgenommen. Nochmal get right. Kann natürlich auch sein, dass es durch die Legs hier kommt. Dass es deswegen ein bisschen komisch aussieht. Ninjas in Pyjamas erfolgreich mit der Anti-Eco. Und Mystic jetzt schon mit den Waffen. Wir sehen drei Galil, eine AK und SF wird wahrscheinlich sich auch eine Galil leisten. Ich war in der Mitte. Hat jetzt natürlich ansagen können, dass dort Waffen vorhanden sind. Und Mystic hat schon relativ offensiv die Mitte übernommen, haben jetzt Forest aus dem Spiel genommen, der dort über kurz kam. Fifth Laren hat den Kirishima, den Backstabber, in der Action Zone geholt und gepusht. Dolus Freeberg, kurz offensiv, mit ihm haben sie nicht gerechnet. Schön zwei Frags von ihm. Gutes Timing und gute Aktion von ihm. Jetzt Exist noch in der Mitte. Freeberg pusht noch auf. Ja, der zweite Spieler auf kurz, der hat sie natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Das hat man ganz deutlich gesehen. Haben, nachdem sie Forest dort pushen sehen und abgefangen haben, nicht damit gerechnet, dass noch jemand kurz ist. In dem Moment ist jemand in den Mini-Döner gepusht, sodass dort auch in dieser 1 oder 2 Sekunden, die dort Zeitfenster waren, keiner erwartet wurde. Und GetRight hat die Situation natürlich dankend angenommen. Hat hier die Runde gedreht. Und jetzt sehen wir Mystic, wie sie über B versuchen, das Haus zu pushen. Der Berg durch Smoke steht hier auch sehr, sehr lange noch. Kann allerdings nichtsdestotrotz 3 Mann machen. Mit seinem Spray-Verhalten vielleicht nicht so ganz zufrieden, wie man an dieser Bewegung gesehen hat. Aber das macht im Endeffekt nur ihm was aus. Allen anderen ist es egal. 13 zu 7. Und Nip ist hier auf dem besten Wege, das Match für sich zu entscheiden. Mystic hat jetzt die Möglichkeit, nochmal mit einem ordentlich durchgeführten A-Go, wie es aussieht, noch die Runde zu holen und weiter im Spiel zu bleiben. Kenny S. hat nicht gezoomt gegen Fifth Laren. Und das ist ein gefundenes Fressen für ihn. Exist von der Ecke. Fällt hier runter. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Kirishima und GMX. 3 gegen 3. Forest aus dem Links. Und dort von der City Base kam Freeberg. Kann 2 machen. Krasses Spray Control. Mit der AK auf die Distanz Headshot ist nicht so einfach. Beim, keine Ahnung, 10. Schuss. Natürlich am Anfang verschossen, wozu es dadurch erst kam. 14 zu 7. Ninjas in Pyjamas haben Mystic dazu gebracht. Ah, sie können nochmal kaufen. Das Legen der Bombe gibt bei verlorener Runde 800 Bonus-Dollar. Das heißt, dadurch hat es gereicht, dass Mystic nochmal hier kaufen kann. Schauen wir mal, was Mystic sich jetzt hier noch einfallen lassen kann. Dort ziemlich oben ist schon Forest gepusht, der jetzt blind ist. Der wuselt hier durch die Smoke.
Jetzt wurde er gesehen, kommt, kann er nicht mehr wegkommen. Jetzt muss er sterben oder kämpfen. Hat Kenny aus dem Spiel genommen, konnte dadurch sich verziehen. Jetzt 4 gegen 3 Situation für Mystic. Wir sind es dort. Kirishima sitzt schon ziemlich weit offensiv. In der Mitte oben. Und für Flaren nur noch in der Ecke versteckt. Hat sich einen Moment ausgesucht und wurde abgezielt von Hearts, die natürlich vermutet haben, die Mystic-Spieler, dass dort Forrest durch die Smoke, den Bombenleger, vermutet haben, dass dort irgendwo jemand sitzen wird. Forrest, schöner Push von ihm, kann noch jemanden rausnehmen. 1-on-2, Freiberg. Der Junge sprayt mit der AK-Boch auf jedes Hans. Aber Kirishima macht der Sache ein Ende. 8:14 aufgeschlossen. Oder beziehungsweise ein bisschen aufgeholt. Und Mystic möchte hier Ninjas und Pyjamas den Sieg noch nicht geben. Der Dread ist runtergepusht bis in den Weinkeller. Wir sehen es auf dem Radar, dass die Mystic-Spieler sich dort wieder zurückgezogen haben, wollten die Smoke nicht angehen. Kenny S. ist ganz weit vorne. Gegen Get Right. Kann den Headshot machen, wenn auch blind, aber hat ihn vorne noch gesehen, das heißt, er konnte noch zielen. Dort steht Exist im Nahkampf mit der AUG. Wenn er dicht genug dran ist, könnte die AUG Headshot tödlich sein. Könnte der AUG Headshot tödlich sein. Gegen Kenny S. Der war es auf jeden Fall, es war der vierte Schuss oder so. Schöner Headshot von Kirishima. Damit Exist auch raus. Für Flaren kann nochmal einen Headshot setzen. Reicht aber nicht für einen Kill. Forrest aus dem... aus dem Forrest? Aus dem Get Right? Nein, Moment. Aus dem Kerrigan. Diese ganzen Spielernamen für Bezeichnungen. 3 gegen 1. Forrest gegen 3 verbleibende Mystic-Spieler. Guter Headshot nochmal gegen GMX, aber es reicht nicht mehr. 14:9... Das ist natürlich die Angewohnheit, dass man viele Bezeichnungen für Ecken und für Positionen nach den Spielern benennt, die man dort am häufigsten sieht. Und kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Vor allem, wenn man nicht mehr so aktiv drin ist. Oh, Get Right hat sich runter, ist aus dem Fenster gesprungen ins... den Weinkeller. Wurde natürlich gesehen, das heißt, er muss jetzt sich was anderes überlegen. Zurück ist nicht mehr. Warum Exist dann eine Nade reinwirft, ist mir nicht ganz klar. Und dort oben ist Fifth Laren gegen Kirishima. Und Kirishima hat dich schon gehört und switcht dann auf die Granate und überlebt es trotzdem. Was ist da los? Da haben ja beide alles falsch gemacht. Egal, glückliches Ende für Kirishima. Der eigentlich hätte tot sein müssen. Und Get Right sitzt jetzt hinter der Smoke. Die Smoke ist jetzt weg. Und dadurch hat er vielleicht ein bisschen Sichtfeld. Wird allerdings abgezielt von SF. 40 Sekunden auf der Uhr. Forrest im Fenster noch. Und Exist. Wie können sie denn die Position nicht abziehen? Exist mit 3. Was ist denn das bitte? Also, das hat Mystic eindeutig verdient. Wer diese Position nicht checkt und mit 3 Mann da hochschleicht, der hat es nicht verdient. 1 gegen 1. Kirishima gegen Exist. Exist noch mit 99 AP. Und das war die Runde. Exist holt die Runde mit 4 Frags. Und Mystic mit einem groben Spielfehler diese Position dort im Switch nicht abzuchecken.
Und jetzt die letzte Runde, die Mystic hier noch holen muss. Oder beziehungsweise die letzte Runde, nee, die letzte Runde, die Nip holen muss. Mystic muss hier alle Runden holen, um im Spiel zu bleiben. Kenny S gegen Exist. Get right. Ah, da sind die Intercept-Shots. Get right hüpft einfach aus dem Fenster runter und dann noch weiter gegen SF. Ein bisschen übermütig. Aber nur noch zwei Mystic-Spieler am Leben. GMX aus dem Jungle. Und für Flaren sitzt er nur im Eck. Die Jungs stehen so dicht zusammen. GMX verliert auch gegen für Flaren. Der holt beide. Damit das Spiel vorbei. Ninjas in Pyjamas gewinnt hier gegen Mystic.